Hallo ihr Lieben, wir machen eine Speziallegung und zwar, weil mir gerade diese Karte gekommen ist und zwar der Mut. Ja, es dürfte hier ganz speziell hier an dem Mut hier fehlen oder es liegt hier nur mehr an dem Mut, den Mut hier zu fassen, den Mut hier zu überwinden. Auf jeden Fall kommt mir hier der Mut sehr stark rein und wir schauen auf das Gegenüber. Was denkt das Gegenüber gerade über euch? Wie geht's dem Gegenüber gerade? Jawohl. So, wie geht's dem Gegenüber gerade in Bezug auf euch? Jetzt dem Gegenüber in Bezug auf euch. Die Emotionen laufen auf Hochtouren. Ich wusste, ich muss eine Speziallegung machen gerade. Wenn ihr meine Kinder im Hintergrund singen oder schreien hört, macht euch keine Gedanken. Sie sehen wohl auf. Sie spielen nur. Aber ich musste gerade diese Speziallegung machen hier. Gut, also ihre Emotionen laufen auf Hochtouren, meine Lieben. Ja, gut, es fehlt hier nur noch ein kleines bisschen an Mut. Okay, sehr gut hier. Die Emotionen laufen auf Hochtouren. Wunderbar. Was nehme ich hier noch? Also in Bezug auf euch laufen die Emotionen auf Hochtouren. Wahnsinn, toll. Was fragen wir ihn noch mit den Seelenpartnerkarten? Warum laufen hier die Emotionen auf Hochtouren bei eurem Gegenüber? Ja, also hier ganz klar, schenkt euch kostbare Zeit, drücke Liebe durch Geschenke aus. Er macht sich oder sie macht sich hier starke Gedanken hier über ein Treffen, wie er euch hier begegnen kann, ob er ein Geschenk mitnehmen soll oder nicht. Kostbare Zeit, wie er das Treffen oder sie das Treffen vereinbaren soll. Er möchte mit euch reden, ja, möchte euch die Liebe hier, möchte euch vielleicht ein kleines Präsent seiner Liebe mitgeben und über das macht er sich starke Gedanken hier jetzt und jawohl, super. So, welche Karten nehmen wir hier noch? Wir nehmen das Witches Tarot, oder? Oder ziehen? Nein, wir ziehen noch ein Krafttier hier. Ja, wir ziehen noch ein Krafttier. Welches Krafttier unterstützt ihn hier? Ja, der Koi, es ist immer genug vorhanden, ja. Er ist hier so oder sie ist hier so gerade auf der Suche und es fehlt hier noch, wie ich vorher sagte, es fehlt hier noch an Mut in Wahrheit. Mir kommt so rein, sie möchte hier noch etwas finden, was er mitbringen könnte, ja, was er mitnehmen kann oder womit er euch zu einem Treffen einladen könnte oder macht sich sehr viele Gedanken um das gesamte Treffen hier.
Und der Koi ist ein wertvoller Fisch, ist er, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube in China oder in irgendeinem asiatischen Land. Bitte, wenn ihr euch da besser auskennt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, aber ist ein sehr wertvoller, wird als sehr wertvoll angesehen, was ich weiß. Und der sagt hier aus, es ist immer genug vorhanden, also soll ihm oder ihr natürlich sagen, es genügt, wenn du kommst, ja. Mir kommt ja auch das Lied so rein von Nirvana, Come as you are, ja, komm so wie du bist. Es ist immer genug vorhanden, ja. Also diese ganzen Emotionen und diese Gedanken um dieses Treffen, ja, was brauche ich, was soll ich mitbringen oder was auch immer, ja, was soll ich vielleicht sagen oder ja, also es genügt einfach, es ist alles vorhanden und come as you are. Das Einzige, was fehlt, ist halt gerade der Mut, einfach nur das Tun, ja, diesen Schritt hier zu wagen. Das ist das Einzige. Aber die Emotionen laufen hier schon auf Hochtouren hier im Supermond. Wundervoll. Ich ziehe noch eine kleine Liebeskarte aus dem Liebesorakel. Und zwar, ja, wovor? Moment, ich schaue gerade, ob ich hier die richtigen Karten habe. Ja, wovor hat er denn Angst? Auf was wartet, was braucht er vielleicht noch? Was braucht er vielleicht noch, um hier den Schritt hier zu tun? Vertrauen braucht er. Hab Vertrauen, vertraue darauf, dass dein Herz gut aufgehoben ist und höre auf zu zweifeln. Lieben heißt, unser Glück in das Glück eines anderen zu legen. Oh. Ja, also ihm fehlt noch das Vertrauen, ja, dass das hier gut werden kann. Das Vertrauen, der Mut, ja, er ist sicher. Wenn er das Vertrauen hat, ist er dann auch mutig genug, diesen Schritt zu gehen, ja. Also zuerst das Vertrauen, dass genug, dass er sie alleine genug ist, ja. Dieser Selbstwert, dass er sie alleine vollkommen genügt und das genug ist, ja, dieses Vertrauen. Und dann fällt der Schritt auch ganz leicht, der Mut, diesen Schritt hier zu gehen. Ja, wunderbar, wundervoll. Sehr schön, wie die Karten hier mit uns sprechen heute wieder. Und wir legen hier noch, oder? Nein, das Lennemoor legen wir jetzt. Und zwar, ja, wie wird es weitergehen? Was hat er vor, konkret jetzt, als nächsten Schritt? Was hat er vor als nächsten Schritt? Ja. Man sieht hier, er möchte diesen Mangel, dieses Misstrauen hier klären. Könnt ihr das noch sehen? Ich ist nicht mehr ganz im Bild. Er oder sie möchte dieses Misstrauen hier, diesen Mangel, diese Ängste hier klären.
Und hier dann auch ins Vertrauen gehen, ins Vertrauen gehen. Und hier auch, man sieht ja auch diesen Besuch dann, diesen Schritt hier auch gehen, den Mut aufbringen. Hier, man sieht ja auch wirklich klar die Schritte, das Alter, die Ängste, die Sorgen hier, dieses Misstrauen eventuell hier bereinigen und hier dann ins Vertrauen zu gehen, in einen Besuch und hier eine Einladung eventuell zu schicken, ja? Oder eventuell sich zu treffen. Ja, auf jeden Fall ist hier schon sehr der Schritt dann ins Vertrauen und hier in eine Einladung oder in ein Treffen hier zu gehen. Hier sieht man dann auch schon den Mut, ja. Und hier ganz gut die Klärung und die Beseitigung des Misstrauens, ja. Und hier dann gleich danach das Haus, die Stabilität, das Vertrauen auch, das Zuhause, ja, das Zuhause, denn das Gegenüber sucht womöglich auch sein wahres Zuhause. Ja, sehr schön. Ich möchte noch gern mit dem, nein, wir legen mit dem anderen Tarot, mit dem Rider-Waite. Weil wir haben nicht mehr so viel Platz hier im Bild. Ich lege das kurz so her. Damit sich das hier ausgeht. So. Wie sieht er dich? Wie sieht er dich? Moment, warum die sieben der Schwerter? Okay, es kann durchaus sein, dass du ein gerechter Mensch, er sieht dich als sehr gerechten Menschen und eventuell hast du die Situation verlassen und weiterhin einfach nur beobachtet, wie er sich oder sie sich verhält, ja? Und bist hier nicht in Abhängigkeiten gerutscht oder in, wie sagt man, in, ja, in Abhängigkeit, dass du ihm oder ihr nachgelaufen bist. Ja, du hast das Ganze aus einer gewissen Distanz beobachtet. Du hast vielleicht gemerkt, das Ganze ist nicht so rein, so stabil, so wie du es dir vorgestellt hast. Es war nicht in Balance. Und du bist ein, er sieht dich als sehr gerechten Menschen und du hast dich vielleicht dann hier rausgezogen, da es nicht in Balance war, ja? Und er möchte oder sie möchte dir jetzt hier ein faires Angebot hier machen. Okay, er sieht dich hier als sehr faire und gerechte Person, die sich hier aus einer Ungerechtigkeit rausgezogen hat und das Ganze aus einer etwas distanzierteren Position weiter beobachtet hat, eventuell sich hier etwas distanziert hat, da es nicht ausgewogen war. Hier haben wir auch schon die Nachrichten und die Kommunikation. Eventuell war es auf der Kommunikationsebene hier nicht wirklich ausbalanciert. Wir hatten auch die letzten Tage und Wochen das Halschakra des Öfteren bei gewissen Sternzeichen auch, dass das Halschakra blockiert war zwischen Kopf und Herz, zwischen Verstand und Herz gab es sehr viel Durcheinander grundsätzlich auch in der Gesellschaft.
und hier die Kommunikation, das Halschakra blockiert war. Und dadurch, dass hier viele Schwerter waren, Schwerter sind hier Kommunikation aus dem Verstand heraus. Ja, dass hier etwas nicht in Balance war zwischen Kopf und Herz. Ja. Und ihr euch hier rausgezogen habt, eventuell. Und er sieht euch als sehr gerechte Person. Gut, wie sieht er euch noch? Oder sie? So sieht man das hier noch. Warum die drei der Schwerter? Ja, es war hier sehr viel Schwert. Wie ich gerade gesagt habe, die Kommunikation war nicht aus hier. Die Kommunikation war hier, hier haben wir die Kommunikationskarte, die 8 der Stäbe. Die Kommunikation hat hier auf Schwertbasis, auf Verstandesebene zu stark hier auf verletzten Ego, auf alten Ego. Verletztheiten stattgefunden, auf alten Ego-Mustern, ja, könnte die Verbindung hier blockiert haben. Ja, es war, man sieht hier auch die Verbindung drunter. Er sieht euch hier auch als Königin der Schwerter, ja. Er sieht euch zwar sehr gerecht, dass ihr euch hier gerechtfertigt rausgezogen habt, und er sieht euch hier, vielleicht ging es hier auch in euren Gesprächen um andere Menschen, die sich hier eingemischt haben, ja, und ihr es aus diesem Grund hier beendet habt. Er sieht auf jeden Fall euch und andere Personen, ein ziemliches Durcheinander, und ihr habt euch hier klar distanziert und rausgehalten und wart hier gerecht, weil ihr euch da klar distanziert habt und nicht eingemischt habt, eventuell, ja. Ich überlege gerade, ob es hier noch eine andere Möglichkeit hier gibt. Ja, ich nehme wirklich so wahr, ja, ihr habt euch hier aus, es war hier in seinem, ihrem Leben ein ziemliches Durcheinander, ja, und ihr seid in das Leben getreten und es sofort hier 10 der Kelche, aber es war hier noch sehr viel Durcheinander. Es war hier noch Herzschmerz vorhanden, viele andere Menschen und ja, sehr viel hier durcheinander, ja. Und ihr habt euch hier klugerweise als Königin der Schwerter hier sofort hier rausgezogen aus dieser Situation, und das sieht ihr. Sie hier auch. Dass ihr euch hier nicht eingemischt habt in seine, ihre Probleme, sondern ihr habt euch hier einfach zurückgezogen, zurückgezogen und euch um eure Themen hier beschäftigt und euch nicht eingemischt hier in diese ganzen Themen, Verstrickungen. Ja. So nehme ich das wirklich wahr, in diese Verletzungen, die hier passiert sind, in diese ganzen Menschen, die hier sich einmischen oder mit denen, ja, die hier nicht zurechtkommen mit sich selbst.
Ihr habt euch hier klar distanziert und seid hier nicht drauf eingegangen, sonst wärt ihr hier auch mit reingezogen worden. Sehe ich hier ganz klar und habt euch hier distanziert und das hat er erkannt. Er hat euch auch als die Herrscherin hier erkannt und dass ihr hier den Überblick wahrt über die ganze Situation und dass das hier sehr bewusst alles geschehen ist. Ja, ich würde das hier abschließen, würde ich sagen, mit der Herrscherin und mit den 10 der Kelchen. Eventuell noch, gut, er sieht euch so, das heißt, er hat euer Handeln, hat er sie definitiv hier verstanden. Dass das nicht Handeln, das nicht Eingreifen in eine Situation, sondern das hier raushalten, das Zurückziehen, hier mit Geduld definitiv hier ja, eine gerechte und Herrscherinnenaktion war. Gut, was fragen könnten wir noch fragen? Wie geht es ihm gerade in Bezug auf euch, außer dass die Emotionen gerade auf Hochtouren sind? Wie geht es ihm gerade in Bezug auf euch? Wie ist seine Lage? Wow, ja, die Emotionen laufen auf Hochtouren. Okay, also es ist nicht mehr abzustreiten, würde ich sagen. Gut. Okay, dann wollen wir eurem Gegenüber natürlich das Vertrauen senden. Das Vertrauen senden und in die Tatkraft, in den Mut hier zu kommen, in sich selbst zu glauben und vielleicht sieht er oder sie auch diese Legung, das wäre natürlich wünschenswert. Und ja, also er, sie verlässt hier auch diesen alten Zyklus hier, diesen alten Kreislauf von Sorgen, Ängsten und eben dieses nicht gut genug zu sein für das, ja, für die 10 der Kelche, für den überfließenden Kelch hier und habt Vertrauen, höre auf zu zweifeln, lieben heißt unser Glück in das Glück eines anderen zu legen. Eine wundervolle Botschaft für euch, meine Lieben. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen. Hinterlasst mir gerne Kommentare. Das war die Speziallegung, die ich jetzt noch schnell legen musste. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.